Heute Abend haben wir einen tollen Vortrag, wie gesagt, der heißt Die geheimnisvolle Kraft des Zufalls von und mit Alexander Rüdiger, den ihr sicher kennt vom Fernsehen, vom ORF, Moneymaker, ihr habt ihn sicher schon gesehen. Wer war schon mit dort auf der Sendung? Niemand hier? Dann wird es Zeit. Vielleicht kann euch er heute Geheimnisse verraten, wie man dorthin kommen kann. Und ich bin sehr begeistert, dass er heute schon zum zweiten Mal da ist und uns einige ganz wichtige Prinzipien erzählt, wie man in diesem Leben als Sieger lebt. Lasst uns ihm einen tollen Applaus geben, meinem Freund, eurem Freund Alexander Rüdiger. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Karl Michael. Dankeschön für die einleitenden Worte. Ja, ist es ein Zufall, dass ihr heute hierher gekommen seid? Ist es berechenbar, dass der eine oder andere genau dort sitzt, wo er jetzt gerade sitzt? Was war ausschlaggebend, dass ihr heute hierher gekommen seid? Der Zufall, das ist so eine Sache, die man im Großen und Ganzen so beantworten kann, ja, es gibt ihn, und auf der anderen Seite, nein, es gibt ihn überhaupt nicht. Das sagen zumindest diejenigen, die Informatiker und ganz besonders die neuen Informatiker, die sich mit dieser Thematik befassen. Und trotzdem möchte ich jetzt auf das eingehen, bevor wir so richtig losgehen, einerseits mal Danke zu sagen, dass ihr die Zeit gefunden habt, und auch Danke zu sagen, dass ihr diese Position, die ihr gerade jetzt eingenommen habt, auch vielleicht nutzen könnt. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich habe beim ORF gearbeitet, viele und große Sendungen betreut und habe da zum Beispiel auch das Warm-up gemacht, auch bei RTL. Und da habe ich ein Element kennengelernt, das, wie ich im Nachhinein gehört habe, sogar dafür Sorge getragen hat, dass zufällig sogar Familien daraus entstanden sind. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich riesig, dass ihr hierher gekommen seid. Und vor allem, so wie ich es erkennen kann, konntet ihr zu Fuß hierher gehen. Ihr konntet oder könnt mich jetzt auch hier sehen. Ihr konntet unten die Türe öffnen. Für diejenigen, die da sind, sie können mich unter Umständen auch riechen. Ich muss zugeben, ich habe mich dann natürlich noch geduscht, nachdem ich vom Anhänger heruntergekommen bin. An dieser Stelle seien diejenigen gegrüßt, die mich jetzt nicht riechen können, aber hoffentlich sehen. Ich begrüße ganz herzlich den Manuel, den Jörg in der Steiermark und viele andere, die gesagt haben, dass sie heute zuschauen. Und in diesem Zusammenhang kann man sagen, ist es denn ein glücklicher Zufall, dass ihr so hierher gekommen seid? Denn es ist bei Gott nicht selbstverständlich. Und so gesehen, so wie ich es auch immer in der Sendung sage, ihr seid Gewinner. Ihr seid alle Gewinner, die ihr heute hier seid. Wenn man sich das mal in Erinnerung ruft, genauso wenn man sich die Medien so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, seid ihr Gewinner. Und warum ihr unter Umständen gerade dort sitzt, wo ihr sitzt, darf ich euch jetzt bitten, ganz kurz aufzustehen. Denn es ist etwas, das auch hier in der Oase Church sehr oft zum Tragen kommt. Und trotzdem ist diese kleine, diese winzig kleine Begebenheit, die ich hunderte Male, ob es jetzt bei Rudi Carrell war in Deutschland, bei vielen Talkshows in Deutschland und bei allen großen Shows in Österreich immer wieder angewendet habe und wie ich es bereits am Anfang erzählt habe, daraus sogar in Familien entstanden sind, Freundschaften entstanden sind. Und in diesem Zusammenhang bitte ich jetzt euch, diejenigen, die bei euch stehen, vorne, hinten, rechts, links, so zu begrüßen, nicht nur einfach so lapidar nebenbei, sondern wirklich aus tiefstem Herzen und tief in die Augen zu schauen und mit Respekt und Freude diejenigen zu begrüßen, zu umarmen, wie auch immer ihr das wollt, und Danke zu sagen, dass sie bei euch sind. Tut das bitte jetzt, stellt euch mit dem Vornamen vor. Denn wer weiß, was daraus entsteht. Heute sind hier natürlich nicht ganz so viele, wie wenn das in der Stadthalle stattfindet oder in großen Räumlichkeiten. Aber das alleine und diese Begebenheit hier kann so ein riesengroßer Auslöser sein für vieles, vieles, vieles mehr, was daraus entstehen kann. Und so gesehen ist es gar nicht mehr so ein Zufall, dass ihr möglicherweise hier seid. Es ist zum Beispiel gerade beim Hereinkommen
jemand gewesen, den ich sehr schätze, ein großartiger Elvis Presley. Imitator ist jetzt nicht richtig, oder? Interpret. Sag mir nochmal ganz genau deinen Namen. Der Nachname? Roland Skrepic. Findet man übrigens auch auf Facebook. Also wenn jemand Elvis Presley Musik liebt, dann unter Roland the Voice. Und ist das jetzt ein Zufall? Ich bin hereingekommen, er hat mich angesprochen, er hat eine Veranstaltung in der Halle E, wenn ich das richtig verstanden habe, im Herbst in der Stadthalle, wie gesagt, und hat gefragt, ob ich eventuell dort die Moderation übernehme. Das alles ist jetzt gerade zufällig live passiert. Ist das aber alles, und somit sind wir jetzt schon beim Punkt, berechenbar. Die Informatiker sagen, und ganz besonders die von Google, ja, in absehbarer Zeit ist alles zu 95% berechenbar. Zu 95%. Würde ich hier stehen und diesen Vortrag vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren gemacht haben, hätte er zu 100% anders ausgesehen. Und dennoch gibt es dahinter Prinzipien, lieber Karl Michael, die ewig wären. Heute sind diese Prinzipien lediglich sehr, sehr stark berechenbar. Und trotzdem geben sie etwas wieder. Es ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite kann uns dieses Errechnen eines Menschen, wie er agiert, wie er denkt, was er tut, auch helfen. Das ist immer eine Auslegungssache. Und trotzdem komme ich jetzt noch mal ganz kurz darauf zurück. Google hat also oder ist die beste Firma, die alles errechnet. Es gibt weltweit keine Firma, die so viele Daten, Fakten aufnimmt wie Google. Google kann zum Beispiel, das ist jetzt nur eines von tausenden Dingen, errechnen. Wir haben heute zwei Damen hier drinnen, sehe ich gerade. Zwei Mütter, alle zwei, da weiß ich's. Ja. Eine richtige Männerrunde, ja, Stammtischrunde. Und Google hat zum Beispiel folgende Information preisgegeben, sie ist öffentlich einsehbar und ich fand sie faszinierend. Zu 95%, und diese Zahl taucht heute noch öfters auf, 95% und die anderen 5%, zu denen kommen wir aber dann noch später. Zu 95% kann Google errechnen, wenn werdende Mütter im dritten Schwangerschaftsmonat sind, anhand des Kaufverhaltens, wann der Tag der Geburt ist. Es ist unglaublich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, schaudert es einem in Wahrheit. Aber mehr als 95%. Eine unfassbare Zahl. Auf der anderen Seite kann Google anhand unseres Verhaltens, und es wird alles aufgezeichnet, alles, wenn wir online sind, über den Computer und über das Smartphone. Bis hin, auch das ist hochinteressant, kann es zum Beispiel erkennen, wie jemand drauf ist. Anhand der Stimmmelodie, ganz klar, erkennt man, ob jemand depressiv ist, positiv ist, energiegeladen. Auch das ist alles möglich. Wenn man jetzt aber den positiven Aspekt zum Beispiel hernimmt, dann ist es zum Beispiel erkennbar, wo eine Epidemie sich ausbreitet. Also diese Dinge sind, früher war es der Zufall, heute ist es teilweise berechenbar. Was kann man daraus dann noch weiter abführen? Man kann errechnen, wo diese Epidemie sich ausbreitet. Man kann dann natürlich Gegenmaßnahmen setzen. Oder zum Beispiel, auch hochinteressant, es wurde errechnet aufgrund des Vielfliegerprinzips, dass Krankheiten sich zum Beispiel von Frankfurt nach New York schneller ausbreiten, als zum Beispiel von Frankfurt nach Düsseldorf. All das sind Dinge, die man errechnen kann. Man kann hier auf der anderen Seite auch erschreckende, ich behaupte mal erschreckende Dinge herauslesen und der Informatiker mit seinen Statistiken kann zum Beispiel errechnen, wenn eine Geschichte oft und oft, so oft, in den Medien vorkommt, im Fernsehen, in den Zeitungen, dann gibt es aus der Masse herausgerechnet Wiederholungstäter.
in welchem Bereich auch immer. Ich sage zum Beispiel, das war vor kurzem dieses Clown-Phänomen, das stattgefunden hat. Oder, wie wir alle wissen, zum Beispiel auch Grippewellen. Alles das ist errechenbar. Einerseits aus der Masse heraus entstehend und andererseits natürlich anhand der Dinge, die man eingibt in den Computer. Eine Sache, die mich ganz besonders fasziniert hat, dass es in Santa Cruz in Kalifornien bereits, vielleicht wissen das einige, obwohl das nicht so breit getreten worden ist, Kalifornien kämpft natürlich auch finanzieller Natur, muss einsparen und dort arbeitet ein Programm, das alle Daten errechnet hat von den vergangenen Verbrechen, so weit, dass Einsätze gefahren werden, die der Computer bestimmt. Das heißt, die nicht zufällig irgendwo passieren, sondern die der Computer ausrechnet und dort fahren diejenigen Einsätze dann hin. Und das Spannende ist, dass auch hier die Quote dessen, wenn ich jetzt hernehme einen lang gedienten Officer, gleichsetze mit dem Computer, mit dem System, hat anhand der Ergebnisse der Computer mehr Recht als der lang gediente Polizeiofficer. Das heißt zum Beispiel, ganz einfach gesagt, wenn ein Bandenkrieg ist, errechnet der Computer, wann der Gegenschlag ist. Mit all den Daten und Fakten, die hier aufgenommen worden sind. Was ist also dieser Zufall? Gibt es ihn oder ist alles mittlerweile wirklich unfassbar stark berechenbar? Nehmen wir Wetten an. Jetzt stehe ich hier als der Moneymaker, dazu komme ich dann später, denn auch hier habe ich Erfahrungen gemacht, die für mich im wahrsten Sinne des Wortes dann doch unerklärlich bleiben. Paul Betze, der Nachname ist wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen, aus Ohio, arbeitet an einem System, das sehr, sehr viele Wettanbieter nutzen. Und zwar ist das ein System, das pro Sekunde 50.000 Daten erfasst, und zwar vom Eishockeyspiel. Er kann konkret sagen, von 10.000 Eishockeyspielen, die richtigen Ergebnisse, muss man sich vorstellen, 5.600 Mal richtig zu liegen. 5.600 Mal. Dient das jetzt aber ausschließlich nur den Sportwetten? Nein, im Gegenteil. Jede einzelne Mannschaft mit dem Trainer nutzt dieses Wissen. Er sagt auch, es ist unfassbar schwer herauszurechnen, weil dieses Spiel sehr, sehr schnell ist und der Puck sich natürlich immer sehr schnell bewegt, wie die Ergebnisse sein werden. Aber aufgrund dessen, dass es jeden Tag dazulernt, wird es immer und immer besser. Es ist natürlich ganz klar Lichtjahre weit davon entfernt, dass man definitiv sagen kann, so wird es ausgehen. Aber auch er sagt, und das ist vielleicht etwas ganz, ganz Spannendes, dass gerade bei Sportlern, und in diesem Bereich ist er ja tätig, ein errechenbares Gesetz zur Anwendung kommt. Und er sagt, dass diejenigen, die bei ihm den Sport ausüben mit Leidenschaft, da bekommt Leidenschaft eine ganz andere Form, wenn sie so hochmodern errechnet wird, dass diejenigen, die mit Leidenschaft ihre Arbeit umsetzen, einerseits erfolgreicher sind als die anderen und andererseits auch, sei es gut oder nicht so gut, kalkulierbar sind. Denn jemand, der zum Beispiel beim Eishockeyspiel ganz vorne bei den Mannschaften mit dabei ist, wird nicht von einer Sekunde auf die andere sein Talent verlieren. Wird also kalkulierbar erfolgreich bleiben. Und er sagt auch, dass eben dieses Leidenschaftliche eine gewisse Kontinuität an Erfolg bietet. Ist meines Erachtens mal spannend zu betrachten, wenn man das von der modernen technischen Algorithmusseite betrachtet. Und auch er sagt, zu 95% ist der Mensch berechenbar.
Er sagt sogar so etwas, und auch das war ein bisschen erschreckend, dass der Mensch aufgrund dessen, so wie er agiert, wie er denkt, und das ist alles nachvollziehbar aufgrund von Smartphone und Computer heutzutage, und es sind auch viele Tests natürlich mittlerweile mit den Brillen bei Google, die laufen noch läuft niemand mit den Brillen herum, aber in Amerika läuft das natürlich ständig und es werden Forschungen gemacht, sagt er eben auch, diese 95% sind berechenbar. Doch was ist nun mit diesen 5%? Diese 5% scheinen irgendwo im Raum zu stehen, die niemand wirklich richtig fassen kann. Und noch einmal kommen wir zu diesem Punkt, wo ich sage, diese 5% haben eine ganz starke und wichtige Aussage. Dr. Uwe Klein durfte ich mal kennenlernen, ein deutscher Chirurg, ein sehr guter Arzt, der vor geraumer Zeit mal in Kalifornien war und hat dort einen Freund besucht. Dieser Freund wiederum war Pokerspieler, ein exzellenter Pokerspieler. Er hat Dr. Uwe Klein so angesteckt, so angefeuert mit diesem Pokerspielen, dass er für eine gewisse Zeit ausgesetzt hat mit dem Pokerspielen, mit dem Arbeiten als Arzt und hat dann das Pokerspielen erlernt. Das Spannende für ihn war, wir sind zusammengesessen an einem Abend und am nächsten Morgen, es war eine Veranstaltung in Linz, eine großartige Veranstaltung, und wir haben, weil auch dort bei der Veranstaltung selber ein Pokertisch aufgebaut war, über die Strategien des Gewinnens gesprochen, die Strategien des Erfolgs, wie es überhaupt dazu kam, dass er als Arzt dann plötzlich in dieses Metier eintaucht. Und er hat gesagt, das Spannende war für ihn, er wollte heraus, einerseits natürlich das Spiel selber, und er wollte herausfinden, was beim Pokerspielen möglich ist, herauszuholen, wenn er ganz genau beobachtet. Er hat gesagt, er wollte wie ein Computer herausarbeiten, wie Menschen agieren, wie sie reagieren in diversen Situationen. Und er hat dann sogar in weiterer Folge, als er schon sehr, sehr gut war, auch gesagt, er hat sich erkundigt über den Gesamtzustand der Personen, mit denen er in Zukunft spielen wird. Er hat also versucht, alle Daten und Fakten aufzunehmen. Und er hat es immerhin geschafft, 1997 beim Seven-Card-Poker, ich weiß nicht, was das ist, viele werden es vielleicht oder einige werden es möglicherweise wissen, und er hat es geschafft, mit diesem Spiel vielfacher Millionär zu werden. Ist das Zufall oder auch wieder nicht? Und jetzt bin ich bereits bei einer Aussage, wo ich meine, dass sie unglaublich wichtig ist. Denn er hat alles zusammengefasst und mit diesem einen Satz hat es auf den Punkt gebracht, und das darf ich euch jetzt hier mitgeben. Denn für ihn ist Zufall etwas ganz Besonderes. Und zwar, stell dich die Situation mit dem Tisch vor, ihr spielt gegen andere, es geht um Millionenbeträge. Wie wichtig dann plötzlich die Aufmerksamkeit wird. Die Aufmerksamkeit. Und ich sage es gerne noch einmal, die Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit ist gerade in der heutigen Zeit sehr abhanden gekommen. Durch Handy, durch Laptop, durch ein sehr, sehr schnelles Leben, das wir alle führen und immer mehr wird. Und er sagt, er hat mit der richtigen Aufmerksamkeit sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Und jetzt kommt der Schlüssel dazu. Er sagt, Aufmerksamkeit steht in Beziehung zum Zufall. Das heißt, Aufmerksamkeit steht zum Zufall und aus dem Zufall wird dann ein Glücksfall. Erst wenn du Aufmerksamkeit aufwendest, wird aus einem Zufall ein Glücksfall. So ist es richtig formuliert. Ich wiederhole das gerne noch einmal.
wenn du ausreichend Aufmerksamkeit, egal in welchem Bereich auch immer, mitbringst, dich der Sache wirklich widmest, mit all deiner Kraft, deinen Möglichkeiten, deinem Sensorium, wird ein scheinbarer Zufall zu einem Glücksfall. Dieser eine Satz, alleine für diesen einen Satz, freue ich mich und sage danke, dass ich heute durch den Karl Michael hier stehen darf. Das ist auch, Karl Michael weiß es, sag's auch gerne, ich stehe hier gratis, aber ich hoffe nicht umsonst, weil ich auch danke sagen möchte, dass ich sehr, sehr viel in meinem medialen Leben mitnehmen durfte und zum Beispiel eben diesen Dr. Uwe Klein kennenlernen durfte. Aufmerksamkeit steht am Anfang. Aufmerksamkeit macht aus dem Zufall einen Glücksfall. Und jeder wird für sich unter Umständen erkennen, dass wenn er aufmerksam war, tatsächlich die Dinge erreicht hat, die er erreichen wollte. Das verliert sich nur oftmals, wie gesagt, in dieser sehr, 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 sehr schnelllebigen Zeit. Und jetzt kommen wir wieder zu dem berühmten Zufall und ganz kurz noch, auch er hat gesagt, das wollte ich noch sagen, auch er, Dr. Uwe Klein, hat gesagt, weil wir auch hier eine Statistik zurande genommen haben und ich gefragt habe, ist das auch für andere erlernbar? Das war beim Frühstück. Und er hat gesagt, ja, das ist garantiert erlernbar. Wenn du geistig halbwegs beisammen bist, fit bist, geht das. Bis zu wie viel Prozent ist das möglich? Und was hat auch er gesagt? Bis zu 95%. Warum schon wieder diese 95%, die immer wieder auftauchen? Denn er hat gesagt, da gibt es etwas, das er nicht erklären kann und doch gibt es das. Da gibt es offenbar etwas Größeres, etwas Stärkeres, etwas, das hoffentlich nie errechenbar sein wird. Und diese Sache habt ihr unter Umständen selber schon mal erlebt. Und zwar, wer kennt Mensch Ärgere dich nicht? Nahezu jeder. Jeder kennt den Würfel dazu. Man muss schauen, dass man einen Sechser hat. Und wer hat es denn schon mal erlebt, dass beim Mensch Ärgere dich nicht Spiel das Gefühl von einer Glückssträhne aufgekommen ist? Bitte mal ganz kurz die Hand in die Höhe, dass ich auch für mich so eine Statistik finden kann. Ja oder nein? Das war so halb. Es ist immer Fünfer geworden. Also nahezu alle. Und das Spannende ist, rein rechnerisch, vom Algorithmus her und von den Informatikern her, taucht die 6 und jede andere Zahl genauso oft auf wie jede andere Zahl. Aber so ist es nun mal nicht wirklich. Jeder hat gespielt und sagt, wach, da kommt der Sechser. Ah, wenn zum Beispiel der Michael dran ist, na, der hat heute sowieso, der die ganze Zeit hat einen Sechser. Und das Spannende ist, dass Dr. Uwe Klein gesagt hat, dass er es auch spürt, eine Glückssträhne zu haben. Dass es ein anderer energetischer Zustand ist. Habt ihr das auch gespürt, dass sich das anders anfühlt, wenn ihr eine Glückssträhne habt? Ob es jetzt beim Spiel ist oder im Leben. Und im Spiel ist es sehr kompakt. Kann es passieren, also mir ist es oftmals passiert, kann mich noch erinnern, mit meiner Familie und meinem Sohn, waren wir in der Steiermark, haben gespielt und die Sechser sind gekommen wie nur irgendetwas. Und von einer Sekunde auf die nächste hat es nicht mehr funktioniert. Da ist aber kein Schicksalsschlag gewesen. Ich behaupte sogar auch kein negativer Gedanke durch den Kopf gegangen. Es ist nur von einer Sekunde auf die andere nicht mehr möglich gewesen. Also unkalkulierbar. Ist das ein Zufall? Es ist auf jeden Fall etwas, das ich nicht ins Internet und bei Google eingeben kann. Das ist das Wunderbare und Schöne. Und er hat gesagt eben, er spürt es. Und er hat auch gesagt, er spürt, wenn es nicht so geht. Und heute ist er soweit, er arbeitet, glaube ich, wieder als Arzt, hat sich zurückgezogen, hat wirklich viel Geld mit dem Pokern gewonnen, dass er nicht spielt, wenn er das spürt, dass er eine Pechsträhne
hat. Es geht ja, wenn er spielt, dann doch um sehr, sehr viel Geld. Also ein ziemlich interessanter Aspekt meines Erachtens. Es gibt also diese Glücks- und Pechsträhne. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter zu den Dingen, die ich persönlich erlebt habe. Das Gespräch habe ich natürlich auch persönlich erlebt. Und wenn ich jetzt die Dinge hernehme, die ich erlebt habe im Sinne von Gewinnspielen, ich habe bis 2004, von 1996 bis 2004, eine der erfolgreichsten Event- und PR-Agenturen dieses Landes gehabt und habe für viele, viele große Firmen Gewinnspiele veranstaltet. Autos verlost, Häuser verlost, kann mich noch erinnern, beim XXXLutz, bei unserem bekanntesten Baumeister habe ich jeden Freitag einen Ford Ka verlost. Und das Spannende dort war, dass diejenigen Leute, die davon ausgegangen sind, dass sie gewinnen können, weil sie vielleicht sogar schon mal gewonnen haben oder tendenziell mehr gewonnen haben. Und diejenigen, die sagen, mein Gott, ich habe ja noch nie was gewonnen, und ich war bei vielen, vielen Sendungen auch im ORF dabei, weniger gewonnen haben. Das ist jetzt meine Statistik, die für mich offensichtlich ist. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war glasklar erkennbar. Und das Spannende natürlich, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, ich habe es gerade erwähnt, um jetzt nicht zu viel Werbung zu machen, wo wir eben immer die Autos verlost haben, gab es eine Familie, die mit zwei oder ich glaube sogar drei Ford Cars dann von dannen gezogen ist. Wie ist das möglich? Weil sie gewusst haben, sie können gewinnen. Und dieses Wissen ist eine unfassbar starke Kraft. Wissen ist also Macht, ist Stärke, ist Kraft. Das Spannende war dann irgendwann, ich war übrigens auch Lotto-Moderator, und irgendwann einmal habe ich es geschafft, meinen Traum zu erfüllen. Für viele mag das in der heutigen YouTube-Generation nicht mehr so hochinteressant sein, da ist der Fernseher gar nicht mehr so spannend, sondern YouTube, und da werden sich die Videos, sieht man sich an, die man möchte, aber vor, sagen wir mal, 30 Jahren, 20 Jahren, da war Fernsehen wirklich noch was Riesengroßes, was Fantastisches. Also euch wird das wahrscheinlich nicht sagen, ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal habe ich Namen genannt, die keiner mehr kannte, Rudi Carrell, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Peter Alexander. Ich hatte die Möglichkeit, mit teilweise den ganz Großen zusammenzuarbeiten, was mir sehr, 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 sehr viel Freude und Spaß gemacht hat. Das war also mein Traum, ab einem gewissen Zeitpunkt. Heute, witzigerweise, habe ich auch mit dem Peter Rapp auf Facebook bei einem Posting von der Barbara Stöckel meinen Kommentar dazu gegeben. Und habe also ganz kurz auch mit ihm quasi Kontakt gehabt und dem verdanke ich auch sehr, sehr viel. Und das war etwas ganz, ganz Besonderes, Fernsehen. Und irgendwann einmal habe ich es halt dann auch geschafft, dort zu arbeiten. Meine Sendung gibt es in der Zwischenzeit 21 Jahre, hat auch ganz gute Quoten, muss ich sagen, jeden Tag schauen. Wenn es wahrscheinlich ums Gewinnen geht und nicht ums Erfahren, sehr viele Menschen zu, zwischen 500 und 850.000 Menschen. Also das sind, so Daumen mal Pi, um die 33 Millionen pro Sommer. Also das ist schon eine ganze Menge. Und dort habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können, nicht nur von der Arbeit, die gleichsam auch Hobby ist, sondern von den Kandidaten. Und auch dort, gerade wenn es, und so wird das ja auch umgelegt, wenn man das Wort Zufall zum Beispiel bei Google eingibt, kommen immer Spiele etc., also immer mit Spiel im Zusammenhang stehend, und deswegen greife ich das jetzt auch heraus. Da gibt es Kandidaten, die sich bei der Sendung besser vorbereiten. Ihr könnt das alles umlegen auf das Leben. Das ist nur ein kleines Beispiel, das ich persönlich authentisch erlebt habe. Mir fallen da zum Beispiel jetzt zwei Kandidaten ein. Einer, sehr humorig, hat zum Beispiel zu Hause, ich führe mit jedem ein quasi Redaktionsgespräch, damit ich weiß, was ich in die Sendung einbaue, hat sich insofern vorbereitet, er hat ein Gerät gebaut, das nicht wie ein Staubsauger einsaugt, sondern
hinauswirft. Und da konnte er dann Scheine, ob es jetzt Geldscheine waren oder nicht, das weiß ich nicht mehr, aber Scheine auf jeden Fall, hinausblasen. Und die ganze Familie ist dann gestanden in seiner Duschkabine, hat von oben die Scheine quasi runterriesen lassen und er hat sich einen Overall gebaut und hat das eingesteckt. Das Spannende war, als er bei mir war, hat er wirklich viel herausgeholt. Ich behaupte nicht nur, dass er das jetzt gebaut hat und trainiert hat, sondern weil er sich mit der Materie befasst hat. Ein anderer, ein Burgenländer, hat mir erzählt, der hat auf seinem Boot, das wohlgemerkt nicht am Wasser war, sondern draußen irgendwo gestanden ist, ein Fahrrad aufgebaut. Dort hat er seine Frau dann draufgesetzt. Die hat wieder etwas in Bewegung gebracht, wo dann sehr wohl wieder Scheine in einen Kobel geflogen sind. Er ist dort mit dem Overall gestanden und hat auch trainiert, das Geld einzustecken. Auch er hat viel herausgeholt. Und so summa summarum habe ich ungefähr 30% der Leute, die immer wieder zu mir in die Sendung kommen. Das scheint grundsätzlich ja fast unmöglich, gebe ich zu. Auf der anderen Seite, und da ist es mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, oder zum zweiten Mal, es gibt Kandidaten, die dann kommen und einer kommt zu mir und sagt, Herr Rüdiger, darf ich, ich rufe Sie ja vorher an, aber der hat die Nummer nicht abgespeichert gehabt. Herr Rüdiger, darf ich nochmal Ihre Nummer haben, damit, wenn Sie mich das nächste Jahr anrufen, ich schon weiß, dass Sie mich anrufen, dass Sie das sind. Und da sind wir wieder bei einer Sache, wo ich sage, Wissen ist stärker als Glauben. In jeder Hinsicht. Und das Spannende ist, und das kommt öfters vor, das siehst du in den Augen. Das siehst du tatsächlich in den Augen, ob jemand hofft oder weiß. Und dann gibt es natürlich einen Herrn, und das Spannende ist, ich habe es leider jetzt im Auto vergessen, unten in der Geschwindigkeit, der mir vor 2 Tagen einen Artikel geschickt hat von der Presse. Vielleicht werde ich es heute oder morgen noch posten. Das ist der Sigi aus der Steiermark. Der Sigi aus der Steiermark war, sage und schreibe, 15 Mal bei mir in der Sendung. 15 Mal. Das ist rein rechnerisch. Und da sind wir schon bei dem, wo ich sage, da gibt es etwas. Da gibt es diese starken 5%, die unberechenbar bleiben. Natürlich muss er mitmachen. Natürlich muss er spielen. Aber warum ist dieser Mann, der übrigens, das ist hochinteressant, der ist also mittlerweile ein großer Star, behaupte ich jetzt mal, in der Moneymaker-Szene sowieso und darüber hinaus, der war in den Nachrichten drinnen, der war im Bundesland heute, hat in der ganzen Woche einen Riesenartikel im Kurier, in der Krone, jetzt sogar eine Doppelseite vor wenigen Tagen als der Glückspilz der Nation in der Presse. Dieser Mann hat aber übrigens nicht nur bei Moneymaker schon oftmals gewonnen, der hat auch schon im Lotto gewonnen. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Spannendes. Und ich glaube, da stehe ich gerade hier sehr richtig in der Oase Church. Peter, alles in Ordnung? Ja. Und zwar, wie ist es passiert, dass er so einen Glauben bzw. so ein Wissen bekommen hat, ein Gewinner zu sein? Obwohl er es im Leben bei Gott nicht leicht hatte und es ist kein Profispieler. Überhaupt nicht. Der hatte ein Transportunternehmen und ein Gasthaus und war ein sehr, sehr fleißiger und emsiger Mann. Der hat 37 Hufeisen auf einer Raststation auf dem Mistkübel in einer alten Schachtel gefunden. Rostige Hufeisen. Einige kennen schon diese Geschichte. Diese Hufeisen hat er genommen und ist damit nach Mariazell gefahren. Dort hat er die Wein lassen. Also einen unfassbar starken Glauben an etwas Großes, Größeres. Das Spannende ist, und ich glaube, das hätte niemand ausrechnen können, kein Algorithmus, kein Informatiker, dass er eines der Hufeisen, also hat einige verschenkt, mittlerweile sind sie begehrt wie nur irgendetwas. Hätte er eine Hufeisenproduktion, würde er wahrscheinlich
Millionär sein. Eines dieser Hufeisen hat einen anderen zu einem Lottowinner gemacht. Er selber hat übrigens auch schon im Lotto gewonnen. Unglaublich. Die Geschichte geht aber noch weiter. 2013. Und ich muss vorausschicken, dass ich selber seit vielen, 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 vielen Jahren versucht habe, in meiner eigenen Sendung als Kandidat auftreten zu dürfen. Ich habe das auch kommuniziert bei den Lotterien. Ja, ich spiele natürlich auch. Mein Gott, hat ja niemand wirklich ernst genommen, weil die Wahrscheinlichkeit ja wirklich nicht groß ist. Und 2013 hat mir dieser liebe Sigi, der übrigens einer der charmantesten, liebenswertesten Kandidaten ist, sind alle großartig, das sage ich ja gerne in die Kamera, ich liebe sie alle, meine Kandidaten. Aber warum habe ich gespielt? Vielleicht ist auch das wichtig. Ich wollte auf Augenhöhe sein mit meinen Kandidaten. Ich wollte wissen, wie das denn wirklich in der Gelddusche ist. Ist das Zufall alles, wie viel die da herausholen? Oder wie fühlt man sich da drinnen? Ja, wir geben den Kandidaten natürlich immer etwas vor, wie sie sich da drinnen bewegen sollen, was sie tun sollen. Und das wollte ich einfach selber wissen. Und so habe ich natürlich gespielt und 2013 hat mir der liebe Sigi eines dieser Hufeisen geschenkt. Dieser rostigen Hufeisen. Und 2014, ich muss gestehen, habe ich nicht gespielt. Ich habe mir gedacht, mein Gott, die anderen haben das Glück, was diesbezüglich das anbelangt, weil ich habe doch immer so um 100, 200 Euro gespielt, was ja doch eine Menge Geld ist an Rubellosen. Und 2014 kam dann plötzlich ein Anruf und der Sigi war dran und sagt, Alexander, ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe ihm gratuliert, mich aus tiefstem Herzen gefreut und am nächsten Tag habe ich gedacht, ich nehme das jetzt als Zufall, als Hinweis, kauf dir Rubellose. Ich habe mir nicht viele gekauft. Ich habe sie gekauft, gerubbelt, eingeschickt. Ich hatte einige Rubellose mit zweimal ORF, mit denen man auch in die Sendung kann und gezogen wird. Wenige Tage später läutete das Telefon und meine Kollegen riefen mich an. Lieber Alexander, du bist dabei. Zufall oder berechenbar. Und somit kann ich jetzt sagen, dass Zufall meines Erachtens wirklich, wenn ich alles zusammenfasse, das ist, was mir dieser Dr. Uwe Klein mitgegeben hat. Aufmerksamkeit, man muss etwas tun, aber Aufmerksamkeit, vielleicht sogar mit Leidenschaft, verwandelt den Zufall in einen Glücksfall. Wie schaut es von der Zeit her aus? Ganz kurz. Gut. Ich glaube, wir aber dann schon langsam abschließen. Und weil ich zufällig gerade den Peter hier von mir aus links gesehen sehe, erinnert mich das an eine, oder eigentlich sogar öfters an eine Geschichte, beziehungsweise mehrere Geschichten, die am Jakobsweg zum Beispiel passiert sind. Was hat der Zufall jetzt aber mit dem Jakobsweg zu tun? Das darf ich Ihnen gerne verraten. Der Zufall eines Schicksalsschlages für mich hat es ermöglicht, hat es wahrgemacht, dass ich 2005 zum Beispiel am Jakobsweg war. Sitzt auch der Günther heute hier, den ich fast hintreten musste, wohlgemerkt, der mit unfassbarer Angst und mit allen möglichen Geschichten, was dort passieren kann, an mich herangetreten ist. Jetzt weiß er alles besser wie ich. Den Peter kann mich noch erinnern, von der Peter von der Bezirkszeitung, oder? Stimmt, der Bezirksblättern? Ja, arbeitet ein Fotograf, der Fotoart ist, der auch am Jakobsweg war, mit mir großartige Bilder gemacht hat, der sich genauso gewehrt hat. Und heute schwärmt er davon,
wie wir in Osairo im Kloster waren. Aber warum sage ich das? Weil gerade, es kann auch jeder andere Weg sein, aber am Jakobsweg habe ich es halt mittlerweile 10 Mal erlebt und über 5000 Kilometer ohne Laptop, ohne Fernsehen, vielleicht am Abend irgendwo in einer Bar, im Großen und Ganzen auch ohne Verpflichtungen, abseits dessen, was einem so umgibt und uns so verwirrt, ist die gesamte, und damit sind wir wieder dort, Aufmerksamkeit einem Ziel zugerichtet und man hat das Sensorium, und das ist vielleicht auch nicht ganz unwesentlich, denn das nimmt auch ein bisschen Druck heraus aus den Dingen, so wie wir sie hier erleben. Du musst, und Leidenschaft ist wichtig. Und ein Ziel, einmal fokussieren. Und ich darf nur sagen, dass die Dinge, die einem glücklich machen, die vielleicht dafür verantwortlich sind, ganz besondere Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, als vielleicht es vorgesehen war, auch möglich sind, denn du siehst plötzlich rechts und links und du solltest gerade am Jakobsweg das, was rechts passiert und links passiert, und somit sind wir auch schon wieder bei dem, was wir heute gemacht haben bei der Begrüßung, mit vollster Aufmerksamkeit erleben. Und die schönsten Dinge und die schönsten Lebensabschnitte in meinem Leben habe ich dort am Jakobsweg erlebt. Und der Zufall, und das wird nahezu jeder bestätigen, der den Weg zumindest um die 900 bis 1000 Kilometer gegangen ist, der wird sagen, unglaublich, ich habe zufällig immer genau die richtigen Menschen getroffen auf diesem Weg. Menschen, die die gleichen Probleme hatten, Menschen, die sich mir geöffnet haben, Menschen, mit denen ich mich verstanden habe, Menschen, die mein Herz ergriffen haben. Ich behaupte, weil es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ist, die man dort mitbringt und weil man dort ist, wo man ist. Fernab von der Welt von Google und dem ständigen Smartphone und Facebook. Beides hat seine Legitimation, ohne Zweifel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Seid aufmerksam. Und fahrt bitte aufmerksam nach Hause. Dankeschön, dass ihr heute hier wart.